Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Lords of the Fallen. Wir suchen hier gerade immer noch den Zitadellenkeller und dafür gehen wir jetzt einfach mal hier rechts rum. Ich meine nämlich, hier sind wir irgendwie in den Keller gekommen, oder nicht? Oder war hier nicht noch eine verschlossene Tür irgendwo? Das war das, wo die zwei Lappen rauskamen und das war das, wo wir gerade im Rundkreis, im Kreis durchgelaufen sind. Hier war, glaube ich, die Tür, ne? Gucken wir mal. Die Tür ist verschlossen. Es ist auch nicht der Zitadellenkellerschlüssel. Oder ist auch nicht der Zitadellenkeller. Was haben wir hier oben noch? Wofür ist das denn eigentlich, verdammte Tat? Hat sich jetzt irgendwie was hier getan? Ah. Ja, da hätte ich auch eher drauf kommen können, ich Vollhorst. Was haben wir denn hier? Zauberpunktsplitter, Giftwiderstandssplitter, aha. Zauberpunktsplitter, also wieder. Gut, damit hat sich das soweit erledigt. Hier können wir mal eben den Hebel drücken, damit die Tür nicht wieder zugeht. So, und jetzt muss ich irgendwie den Keller der Zitadelle finden. Was anderes bleibt ja nicht. So, gucken wir mal. Wer ist das denn? Der ist aber auch neu. Hallo? Hallo? Wieso guckst du hier so an die Wand? Gute Frage. So, warte mal. Was war denn hier noch gewesen? Hier haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was wir hier gefunden haben. Das ist im Moment so ein bisschen verwirrend für mich alles. Das ist schon wieder alles so verwinkelt. Was haben wir denn da? Ja, das ist zum Verlassen. Ich könnte brechen. Will ich denn jetzt hier schon raus? Das ist die Frage. Aber das könnte durchaus der Keller sein. Ich will nochmal kurz oben gucken. Und dann können wir ja immer noch da durch verlassen. Und hier war, glaube ich, der Weg, der wieder da in den Keller führte. Genau. Überflutete Hallen. Von da aus kamen wir, glaube ich. Ist das richtig? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach ja, stimmt. Von hier aus kamen wir. Hier war nämlich der Durchgang zu den Katakomben. Genau. Ich erinnere mich wieder. Und jetzt habe ich gerade was gesehen. Wenn wir hier jetzt uns rechts halten, war hier nicht noch eine Tür? Das könnte sogar sein. Ist von der anderen Seite blockiert. Ich könnte kotzen. Und da ist sogar noch so ein... Meine Fresse, wie viele von diesen komischen Kristallen gibt es denn da? Von diesen Portalen? Okay, aber auch das Portal ging nicht. Ja, dann müssen wir doch mal probieren, ob wir da durch den Keller kommen. Wo war denn jetzt hier der Durchgang? Hier war er. Müssen wir mal gucken, wenn wir da verlassen, ob das hier vielleicht das ist, was wir verlassen sollen. Wo war da jetzt der Durchgang? Hier war das, ne? Oder vertue ich mich jetzt schon wieder? Ne, hier ist das schon richtig. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Es lohnt sich, das Spiel mit demselben Charakter erneut zu beginnen. Sowohl... Konnte ich wieder nicht so schnell lesen. Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt sind wir hier. Wo zur Hölle ist denn der Zitadellenkeller? Oder müssen wir jetzt vielleicht... Das könnten wir natürlich auch nochmal probieren. Wir hauen den mal eben weg. Was war das denn? Hallo? Ist der kugelsicher oder was? Wieso haben wir den denn jetzt nicht getroffen? Das halte ich jetzt aber... Das habe ich jetzt aber sehr für ein Gerücht gehalten, dass wir den nicht treffen. Naja, was soll's. Wir versuchen jetzt erstmal von hinten rum dran, ob wir da irgendwie hinkommen. Okay, da reicht ein Schlag, okay. Da brauche ich mich auch nicht langsam bewegen. Einfach einen Schlag drauf und dann sind sie weg. So, du willst auch noch einen aus dem Maul, habe ich gehört. Sehr schön.
So, dann können wir eigentlich hier nochmal die Tür probieren, ob wir dafür einen Hier ist auf jeden Fall noch ein Geheimnis, höre ich gerade. Die Tür ist immer noch offen. Was? Was ist denn das hier für ein Geräusch? Hier gibt es irgendwo ein Geheimnis. Oder ist das da unten? Das ist wahrscheinlich da unten, oder? Ja, das wird da unten irgendwo sein, gehe ich mal schwer von aus. Aber dazu müssen wir da erstmal hinkommen. Na gut. Oder hat der hier irgendwas zu melden? Nee. Gut. Müssen wir uns hier nochmal durchkämpfen. Hallo, mein Freund. Einmal erst verteidigen. Und zweimal. So. Was? Wieso hat das diesmal nicht funktioniert? Ach, weil ich den nicht geblockt habe, ne? Komm schon. Komm, ich weiß doch, du willst es auch. Mach irgendwas. Ach, ist das nervig. Jawohl, damit haben wir den auch platt. Jetzt können wir uns hier erstmal durchkämpfen. So, haben wir den zumindest schon mal weg. Dann kümmern wir uns als nächstes mal um den, würde ich sagen. Ach, so eine Kacke. So, den haben wir zumindest schon mal weg, den starken. So, den haben wir auch schon einmal geschröpft. Und einmal wegrollen. Gut, dass wir so viele Fläschchen haben. Da können wir auch mal großzügig mit den Fläschchen umgehen. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. So, friss den. Was hat der denn schon wieder? Auch wieder eine kleine Rune. Ich glaube, was anderes droppen die auch nicht, außer die kleinen Runen. Oh Mann, ey. Komm mal her. Nein, nein. Jetzt habe ich sie beide am Sack. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Mann. Komm schon. Hau mich. Komm, hau mir gegen das Schild, Mensch. Sehr schön. Das dauert aber auch ewig, bis die mal einen auf den Sack kriegen. Mist, verdammter. Weißt du was, jetzt reicht's mir. Komm her. Renn da rein. Nicht auf mich, auf ihn, du Sack. Ja, da haben wir es. Auch wenn wir ihm gegen das Schild gehauen haben, war trotzdem ganz erfolgreich. So, ich wollte mal eben kurz noch was nachgeguckt haben. Wie steht es eigentlich hier mit unseren Punkten? Wir haben immer noch 4 Attributspunkte und wir haben 90.000 Erfahrungspunkte. Wie krass ist das denn? Wir finden hier gar nicht mehr so viele Gegenstände, die wir gebrauchen könnten mit so vielen Punkten. Wo will er denn jetzt hin? Kollegas? Okay, komm, nur du und ich. Und wenn das hier nicht gleich der Keller ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Verdammt. Aber die Tür ist wahrscheinlich immer noch zu, könnte ich mir vorstellen. Na bravo. Aber wo könnte denn sonst noch eine verschlossene Tür sein? Ich wüsste jetzt keine, die uns noch fehlt. Komm, greif den nochmal an, dankeschön. So, das klappt ganz gut mit dem Spiegelbild. Und das heilt uns ja auch noch. So, hier hat man glaube ich keine, ne? Ne, hier war keine Tür.
Ja, müssen wir jetzt gucken, ob wir die Tür hier aufkriegen. Anders wüsste ich jetzt nicht. Geht sogar. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Verdammte Hacke. Naja, ist egal. Wenn wir hier sind, können wir mal eben kurz nach oben gehen, fragen, ob der Typ, ob das den sein Bruder war. Da war er. Hallo. Habt ihr meinen Bruder gefunden? Dein Bruder ist tot, von Spinnen aufgefressen. Ja, das habe ich an seiner Leiche gefunden. Tot? Einfach so? Behaltet es. Ich will nicht daran erinnert werden, wie er gestorben ist. Ja, ist ja super. Und sagst du mir jetzt auch... sagst du mir jetzt auch mal bitte, wo der Keller ist? Kann ich den jetzt gar nicht mehr ansprechen? Anscheinend nicht. Haben wir jetzt hier von vielleicht einen Schlüssel? Oh, tatsächlich, hier kommen wir jetzt dran. Beständigkeit, Armrüstung leicht. Aha. So, jetzt müssen wir mal gucken, ist der Schlüssel jetzt weg? Totenschlüssel nördlicher Klosterflügel. Nö. Wo haben wir den überhaupt weg? Ich habe das nicht mitgekriegt, dass wir den irgendwo bekommen haben. Kriegen wir die dann jetzt auch auf? Tatsächlich. Beständigkeit, Beständigkeit, auch beides. Beständigkeit, okay. Und wir hatten da noch irgendwo eine Truhe. Wenn ich das jetzt noch wüsste, wo die war. Ich weiß wohl, wir hatten drei Truhen, die wir nicht aufbekommen haben. Und hier war es definitiv nicht. Oder ist der Schlüssel jetzt schon weg? Truhenschlüssel, nördlicher Klosterflügel. Hä? Was wolltest du denn jetzt von mir? Wieso ist denn... Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wieso ist denn jetzt der Kellerschlüssel abhanden gekommen? Wir sind doch hier gar nicht im Keller. Das verstehe echt, wer will. Ich verstehe es nicht mehr. War das ganz oben? Die Kiste, die letzte? Warte, wir gucken hier nochmal eben ganz kurz. Ach ne, hier ist noch eine. Ne, die ist immer noch verschlossen. Okay. Gut, dann hat sich das soweit erledigt. Als nächstes würde anstehen für uns nochmal Richtung Friedhof zu gehen. Denn da am Friedhof war ja noch ein, beziehungsweise da wo die Wegfahrt ist, war ja glaube ich noch ein Portal gewesen. Was ich mal ganz gerne mir angucken wollte. Jetzt ist gerade die Frage, wie komme ich da denn jetzt am besten hin? Durch den Hintereingang lieber nicht, weil da sind dann die ganzen Dicken wieder. Da gehe ich lieber durch den Vordereingang einmal hin. Und da war ja auch noch ein Grab, da müssten wir eigentlich auch nochmal gucken, ob wir da mittlerweile irgendwie die Waffe oder sowas gefunden haben, weil das war ja in dem Grab, da stand ja irgendwie was drin, dass wir eine Waffe finden sollten oder sowas. Okay, so, kann man mit dir reden? Ja, mit dir kann man nicht reden, okay. Und dann einmal hier runter. Gut, das war von der anderen Seite versperrt, okay. Gut, dann hier raus. Und dann eben einmal Richtung Friedhof aufmachen. Das ist ja ganz einfach. Da gehen wir einfach durch den Turm durch und springen da wieder runter. Und dann sind wir auch direkt dann eigentlich da. Ach, guck mal jetzt. Ne, Fetti ist immer noch da. Fetti McFetten. Was mich halt ein bisschen aufregt, ist die Tatsache, dass wir da einfach nicht reinkommen. Oder bin ich einfach nur falsch gelaufen? Nee, springen geht aber auch nicht. Aber das sieht jetzt auch gerade nicht so aus, als ob das hier irgendwie reingeht. Das muss wohl da aus dem Loch gekommen sein, das Viech. Wir müssen da lang. Gucken, ob das Portal funktioniert. Ich frage mich aber immer noch, wofür die ganzen Portale sein sollen. Wir haben so elendig viele Portale gefunden. So viele Bosse haben wir bisher noch nicht mal gefunden. So, wir machen erstmal dich da weg. Komm mal her. So, das hat gut funktioniert. Lacht da noch was? Nö.
Dann können wir uns mal um den kümmern. Oh, da war ja fast getroffen, mein Freund. Aber auch nur fast. So, das haben wir auch schon. Holen wir uns den eben dran. Und dann sind wir jetzt gleich beim Friedhof, wenn wir hier runterhuppen. Jetzt hoffe ich nur, dass die dicken Viecher da nicht mehr da sind. Und sonst flippe ich aus. Oh Mann. Der ist natürlich wieder da. Wer hätte das gedacht? Was auch immer der da gerade vorhatte. Es hat nicht funktioniert. Was liegt? Oh nein, er ist tatsächlich wieder da. Das ist nicht schön. Das fette Gewebe da hinten ist auch wieder da. Oh Mann. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die umgehe. Das heißt, am besten mache ich erstmal die zwei oder die drei kleinen. Kommen wir da überhaupt dran vorbei? Irgendwie ein bisschen umlaufen, dass der uns nicht irgendwie in den Rücken fällt. Da ist er schon. So, den haben wir weg. Das ist ganz gut. So, wo war der nächste? Jetzt sehe ich es gerade nicht wegen dem Licht. Da hinten wackelt einer rum. Und da haben wir auch einen. Holen wir uns den erstmal ran. Ja, ja, schmeißt du ruhig deine Bomben oder deine Fallen. So viel dazu. Holen wir uns den da weg. Sehr schön. So, und dann können wir uns jetzt um den ganz dicken kümmern. Machen wir das doch einfach nochmal. Eins. Und zwei. Oder machen wir das ganze Spielchen nochmal. Ach schön, er bewegt sich kein Stück. So, jetzt hat er gleich seine Rüstung weggeschmissen. Und sein Schild auch. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Jawohl. Hat der noch was gedroppt? Das sieht nicht so aus. Okay, dann haben wir das hier soweit auch schon mal. Jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Wo war hier das Grab? War das nicht hier? Da ist es, glaube ich. Hier. Grabstein lesens verfluchtes Schwert vergraben. Oh, okay. Was? 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 Ich sehe nichts. Was war das? Scheiße, was ist denn hier los? Den kriegen wir ja... Wo ist er hin? Ach du Scheiße, was ist denn das hier schon wieder? Okay, mit Zaubern kommen wir an ihn ran. Was macht er jetzt schon wieder? Okay, wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Oh, guck mal, wir haben hier Gegenstände. Einmal den. Magiesplitter finde ich gut. Und einmal hier unten haben wir was bekommen. Fluch. Kurzschwert. Okay, damit haben wir das auf jeden Fall auch schon mal so weit abgeschlossen. Wo ist denn Fluch? Das ist Fäulnis. Das hatten wir aber schon, glaube ich. Fluch, das ist wieder neu. Müssen wir mal eben gucken, was steht da jetzt? Wir sehen die Welt nicht so... Okay. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, müsste man gucken. Vielleicht mit einem, was ist das? Geschicklichkeitsschwert. Mit einem Geschicklichkeitstypen oder so. Auf jeden Fall haben wir das auch schon mal erfüllt. Das ist schon mal ganz gut. Wir kommen langsam und aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen, oder? Wie war das? Das heißt, wir können jetzt erstmal hier rum... Und hier müsste ja auch jetzt das Portal sein. Wehe, das geht jetzt nicht auf. Wir haben einen Boss besiegt. Oh, es geht so. Heilige Scheiße, hast du mich erschrocken, du Arschloch. Meine Fresse, mach nicht solche Sachen mit mir, du Penner. So, nochmal eben ein Saufen. Was ein Drecksack.
da dran und dann würde ich sogar sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut, liebe Freunde. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von Lords of the Fallen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!